Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Exhumed. Weiter geht die wilde Fahrt in die Nilschlucht. Ja, schauen wir mal, was uns da als nächstes erwartet. Mit ganz wenig Munition wird das wohl, ja, ein böses Ende nehmen mit uns. Ja, oder auch nicht. Wir gucken mal. Man könnte ja auch mal Muni droppen, ihr Penner. Wie wär's? Nicht ein Fitzelchen? Boah, geizige Knochen, ey. Oh. Ciao. Ich sollte hier schnell raus. Na. Hallo. Geh doch raus, du Heini. Okay. Die sollte ich mir aber schnappen, weil die könnten Munition haben. Treff sie aber nicht. Ich treff sie nicht. Doch. Schwierig, aber nicht unlösbar. Komm schon. Dann gucke ich halt noch weiter runter und schnetzel dich. Ist so lächerlich. Und treffe ich den denn nicht? Ja gut, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dieses Viech im Wasser zu treffen. Ich verstehe schon. Och ja, genau, explodiert noch. Boah! Das Kackfliegevieh. Ach so, wir können jetzt auf einmal durch die Wände durch, oder wie ist das? So, jetzt aber mal irgendwie mal Muni oder irgendwas dergleichen mal droppen. Endlich. Ja, super. Oder nur so ein Furz. Ist das hier eine Tür? Ja, natürlich. Es piept schon wieder. Oder? Ich hab doch, glaube ich, gerade ein Piepen gehört. Geh mal da lang. Ach du Scheiße. Haben die sich gegenseitig tun? Ich glaube, die haben sich gegenseitig umgebracht. Nett. Ich glaube, die haben sich deswegen gegenseitig umgebracht, weil sie sich gegenseitig abgeballert haben. Trottel. Oh nein! Oh, bist Vieh. So, okay. Wechseln wir auf ein probates Mittel. So, wir benötigen das Symbol der Zeit. Da drin piept es schon wieder feuchtfröhlich vor sich hin. Da kommen wir, glaube ich, auch nicht rein. Nö. Symbol des Krieges. Oh. So, den haben wir auch. Da ist noch einer, ne? Habe ich doch gesehen. Ich habe es doch gesehen, dass da noch einer war. So, wenigstens erstmal wieder die Leben voll. Och, es darf doch nicht wahr sein. Geh tot. So, und da haben wir jetzt Muni. Aber auch nur so wenig wieder. Ey, warum nur so wenig Muni? Was ist denn das hier? Ach ja, mach du mal da drüben. Wart mal kurz. Sehr gut. Yay. So, gut. Jetzt sind wir dann losgeworden. Och, ernsthaft, wie soll ich denn jetzt da rüberkommen, so ohne Munition? Wollt ihr mich verarschen? Okay, das wird irgendwie eine Sprungorgie. Gut. War gar nicht so schwer. Aber ziemlich kacke, würde mich fragen. Komm ich da durch? Nee, ne? Ah, auch nicht. Ist zu eng. Dahin kommen wir. Und wieder nur Leben.
Ja gut, aber hier sind die Fische. Ah, ich hab getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ja, nice. Endlich Muni. Oh, da kommen noch mehr von diesen Pennern. Ja, ciao. Warte. Ich muss hier irgendwie raus. Umständliches Schwimmen. So. Wo seid ihr? Da seid ihr. Ha. Perfekt. Na. So, ein wenig Muni. Oh, da liegt noch mal Leben. Die brauche ich aber nicht. Raus? Eventuell? Nein, hier geht's nicht raus. Komm nicht dran vorbei. Willst du mich verarschen? Hä? Okay, ein Level, den ich gerade nicht verstehen muss. Weil ich komme hier ja nirgendwo weiter. Da komme ich doch auch nicht rein, oder? Nö. Keine Chance. Hä? Toller Level. Muss ich da rein? Komm da nicht rein. Hä? Hier. Nein. Benötige das Symbol des Krieges. Wo krieg ich denn das jetzt her? Hier ist nirgendwo eine Tür, die sich mir öffnet. Habe ich die Karte eigentlich schon? Ja, habe ich schon. So, lass mal gucken. Also die Tür geht nicht auf. Logisch. Da kommen wir nicht weiter. Da können wir nur reinluschern und mehr nicht. Ich kann mich aber auch nicht ducken oder so, ne? Nee. Kann nur hüpfen. Die geht hier nicht auf. Hä? Wie? Hä? Aber wie denn dann? Ist kein Schlüssel oder sowas? Nein. Hä? Das muss ich nicht kapieren, oder? Hä? Jetzt verstehe ich das Spiel wirklich gerade nicht. Also das ist mir gerade ein absolutes Rätsel, weil hier ist kein Schalter, kein gar nichts. Nichts. Ich habe keinen Schlüssel. Nix. Hä? Rauskomme ich aus dem Wasser auch wieder nicht. So. Ist doch aber auch nichts. Also, da ist zwar eine Tür, aber da komme ich doch nicht rein. Das Symbol der Erde. Und da drüben komme ich auch nicht rein. Oben ist jetzt hier auf einmal ein Schalter. Den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich null gesehen, ey. Nein, bitte nicht wieder so eine Timing-Geschichte. Och. Wo geht denn jetzt hier eine Tür auf? Keine Ahnung. Wahrscheinlich da oben. Okay, oben geht eine Tür auf. Gut, ich mache die Karte mal wieder aus, damit ich wieder was sehe. Ah. Au. So, okay. Hey. Dachte jetzt schon, ich bin doof. Jetzt habe ich irgendwie... Was war denn das? Das Symbol der Zeit, glaube ich, ne? Was haben wir denn jetzt gefunden? War das Symbol der Zeit? Das war's nicht. Hier, ne? Hier. Piep, piep, piep. Tja. Nun. So viel zu dem Thema. Ganz schön tief. Ich hab doch das X gedrückt.
okay, ich hatte X gedrückt gehalten. Ich habe keine Ahnung, irgendein Anfall von geistiger Umnachtung scheint das gerade gewesen zu sein. Ich habe keine Ahnung. Nochmal den ganzen Spaß. Yippie. Und immer noch keine Muni. So. Mal gucken, ist hier irgendwo was? Nee, ne? Nur dieser blöde Piranha, der mich verfolgt. Der kann mich auch mal kreuzweise. Weißt du was? Komm hier. Treff sie nicht. Doch. Ja, fein. Ihr seid feine, komm. Ihr müsst ein Stückchen höher kommen. Ich komme nicht an euch ran. Warum auch immer. Ey, bei den anderen hat es vorhin geklappt. Hä? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, sie zu treffen. Ich muss die doch treffen, Mensch. Nun. Es sei mir nicht gegönnt, offensichtlich. Weißt du, dass hier oben so ein Fliegeviech war? Ja, genau. Flieg zu den Piranhas. Brav. Dann zünd ich dich an, Junge. Sag doch, ich zünde dich an. Hast du mir wieder nicht geglaubt, ne? Na gut. So, einmal nach oben, bitte. Und hinter mir geht jetzt diese Tür auf. No! Stirb, du Penner! Junge, was für Assis! War hier nicht noch irgendein Vieh drin irgendwo? Nee, ne? So, okay. Ein bisschen mehr Muni. Nötigen wir wieder dieses komische Symbol der Zeit. Tür geh auf. Puh. Das war interessant. So, einmal wieder voll geheilt. Fast zumindest. Warum trifft er denn nicht? Ist doch Muni-Verschwendung. Nein, 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 nein. Das kannst du schön vergessen, Freundchen. Die Tor verschlossen. Ach so. Okay. Mein Fehler. Wie konnte ich nur? Dass die keine Muni fallen lassen, ist echt zum Kratzen, ne? Okay. Bisschen was. Okay. So, warte mal. Wir haben den Zeitschlüssel. Der war da hinten. Und flitze ich da mal schnell hin. So, Tür auf. Hier piept es wieder. Okay, Arme piep. So, und jetzt bitte nicht sterben. So, gut. Wenn ihr wieder Piranha Nielsen? Jo, klar. Einmal wieder nach unten. Ich habe den Aufzug nicht bestellt. Ich habe den Aufzug immer noch nicht bestellt. Ach. Hier oben piept es. Keine Ahnung, wie man hinkommt. Hier muss man nach da unten, sofern ich da runterkomme und nicht gefressen werde. Wie Tor verschlossen.
So, den Mini nehme ich mit, auf jeden Fall. Aber hier ist doch irgendwas, oder? Ja, wusste ich es doch. Und schnell ist er auch da voll. Hä? Warte mal. Da oben war doch gerade eine Plattform. Muss ich hin? Ah, komm ich denn da hin? Kann ich über den Aufzug? Vielleicht. Komm nicht raus aus dem Wasser. Ein Ding der Unmöglichkeit. Hallo? Junge! Stell dich doch nicht so an. So, okay. Ich kann diesen Dingens da leider nicht sehen. Aber hinkommen kann ich. Puh. Okay, wir haben einen weiteren Schalter. Hä? Wo denn? Bin mir noch nicht sicher. Was denn? Ach, das Piepsding. Sehr gut, den Sender haben wir gefunden. So, und hier ist jetzt das Tor offen. Schönen guten Tag. Würden Sie mich bitte vorbeilassen? Nein, 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 nicht fressen. Oh, Scheiße. Oh, Junge. Penner, ey. So, jetzt schnell hier raus. Wenn das irgendwie machbar ist. Hier ist Sauerstoff. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht schon wieder diese Fliegeviecher. Komm nicht unter Wasser. Nein, 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 nein. Geh doch weg. Riss jemand anders, du Arsch. Noch. Keine Ahnung, was passiert ist. Es ist irgendwas explodiert. Hauptsache, die Viecher sind tot. Und ich bin es auch fast. Verdammt. Oh, guten Tag. Und euch? Nee, ne? Wäre zu schön gewesen. Trefft die gar nicht? Doch. Okay. Oh, übelste Munitionsverschwendung. Scheiße. War nicht gut. So. Oh, irgendwie noch mehr von diesen blöden Fliegeviechern. So, na gut. Puh. Unten irgendwas? Ah. Symbol der Macht. Macht nix. Jetzt habe ich sie. Raus hier. Ach, du kannst mich mal kreuzweise, du Penner. Da hoch komme ich nicht. Okay. Langsam muss ich sagen, ich finde mich in den Level nicht mehr zurecht. Werd immer größer irgendwie so gefühlt und immer undurchsichtiger. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie finde ich sie teilweise echt undurchsichtig. So, Symbol der Macht, Symbol der Macht. Ich habe keinen blassen Dunst, wo ich das gebrauchen kann. Huch. Ich würde gerne aus diesem Wasser heraus. Es geht wieder mal nicht, ne? Der Anlauf nehmen wir. So, jetzt. Los, hoch mit dir. Du Ofen. Tür auf. Hier war leider nichts mehr an HP und gar nichts. Symbol der Macht könnte hier sein, ne? Ne. Symbol des Kriegers. Oder Krieges, besser gesagt. Dafür? Auch nicht. Symbol der Erde. Dann bin ich über. Ah, nein, 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 nein. Scheiß Drecksviecher. Die haben ja wieder ordentlich zugesetzt, ne?
Shit. Mann, wo ist denn jetzt dieses Tor? Ach, da drüben. So. Oh. Ein Glück. Und da HP drin, ey. Ein Glück. Noch mehr Gegner. Da ist noch was. Aber oh, wie komme ich denn da wieder hin? Muss ich wieder um die Ecke hüpfen? Ich könnte mir vorstellen. Sieht ganz danach aus. Sehe es leider nicht. Oh. Nö. Ja gut, hilft ja nur probieren, ne? Nein, 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 nein. Tschüss. Scheiß Piranha schon wieder. Wie komme ich hier wieder raus? Da. Theoretisch da. Ah, nicht beißen. So, hast du deine Freunde wenigstens mitgebracht? Nö, natürlich nicht. Shit. Wer sind die Penner? Sonst kriechen sie einen immer hinterher. Ugh, nicht schon wieder dieses Fliegeviech. Weg. Keiner mag dich. Deswegen hast du auch keine Freunde, du Arsch. Da kommt ein Piranha. Nein! Wie dumm! Oh, zum Glück konnte ich ihn unter Wasser jetzt erschießen. Oder im Wasser, besser gesagt. Jetzt bin ich aus dem Unterwasser. So. Puh. Gut. Okay. Gucken wir mal, ob ich es hier um die Ecke schaffe. Ach. Wir haben doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden, oder? Muss ja irgendwie. Es muss ja irgendwie so gehen. Bin ich froh, wenn ich diesen Level zu Ende habe, ne? Wisst gar nicht, wie sehr froh. Und eigentlich sind wir ja auch schon wieder längst über der Zeit drüber. Ich mach jetzt hier einfach den Sack noch zu. Irgendwie muss ich ja diesen Level schaffen. Ups. Warte mal, was ist eigentlich... Ach, das war dieses Ding. Okay. So. Gut. Uah. Wie gesagt, gelacht gewesen. So, Symbol des Krieges. Und einmal Munition und Leben. Gut. Ich glaube, dann haben wir den Weg des Ausgangs jetzt. Ah ne, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Theoretisch geht's da hinten auch noch rein. Raus, wie auch immer. Aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Mir auch gerade wurscht. Ups. So. Okay, ist das hier diese Tür? Ich glaube, ne? Krieg es? Jo. Nein, 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 nein. Komm rauf. So. Ist das wieder? Holy shit. Aua. Geheimgang oder Secret? Keine Ahnung. Oh, nee, Geheimgang. Einfach nur so ein stinknormaler Obergeheimgang.
abgeschlossen. Na klar. Dass sie sich mit ihren Leveln aber auch nicht zusammenreißen können. Einfach mal kleine Level bauen. Kleine Brötchen backen. Nee, wir müssen riesige Levels machen. Oh, komm runter, du Riesensäule. Mann. So, da geht's theoretisch auch noch irgendwie rein. Und hier, da muss man das auch irgendwie... Ich habe aber keine Ahnung, wie. Ich weiß es nicht. Keinen blassen Dunst. So, wenigstens eins haben wir aktiviert. Wollte nur mal gucken. Ich wollte nur mal gucken. Ah. Ich glaube, diesen Gang haben wir gerade aufgeöffnet. So, okay. Da ist ein Fahrzeug. Will ich schon sagen, ein Aufzug. Fahrstuhl, Aufzug, Fahrzeug. Hm, passt schon. Oh, hallo? Wo bin ich denn jetzt wieder? Ich bin wieder ganz am Anfang. Warum das denn jetzt? Hä? Habe ich jetzt irgendwas eingesammelt, was uns irgendwo weiterhilft? Ich habe keinen Dunst, ey. Nö, Symbol der Erde fehlt uns immer noch. Das war jetzt auch doof von mir, dass ich da reingelatscht bin, ich weiß. Aber wo muss ich denn jetzt noch hin? Hier komme ich doch nicht weiter. Habe ich doch nur eines... Hä? Ach so. Okay. Da, jetzt wird ein Schuh draus. Und da hinten ist nur wieder so ein Schieße-Ding. Okay. Uiuiuiui. Wie gesagt, Level eindeutig zu lang. Es fehlt so Entspannungspassagen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Einfach mal, gerade mal 2 Sekunden lang nichts machen muss. So, Schalter Nummer 2. Erledigt. Ah. Wo ist er hin? Da. So, weg mit dir. Vogel. Und Schalter Nummer 3 haben wir auch erledigt. Sehr gut. Jetzt muss ich nur wieder nach oben. Um nach oben zu kommen, muss ich nach unten. Kannst du niemandem erzählen, ey. So, okay. Dafür ist hier scheinbar... Ich blick gerade nicht mehr durch. Wo bin ich denn? Wo ist das Fliegeviech? Das ist geplatzt. Auf einmal. Komm ich nicht hier hoch? Nee. Dachte irgendwie, ich kann über den Level drüber hüpfen, aber nein. Nicht doch. Wo ist das Vieh? Was ist das jetzt wieder für eine Säule? Achso, die von ganz am Anfang. Oh. Um Gottes Willen. Ist die große Preisfrage, wie ich hinkomme, ne? Puh. So. Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, da sterbe ich auch. Oh nein, auf den Weg nach draußen sterbe ich einen jämmerlichen Tod. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, das ist ja ein Scheißdreck hier. Dieser Level ist Arschkacke. Das ist Arschkacke. Oh, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich diesen ganzen Spaß nochmal machen darf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.